Und zur Wahrheit dieser schrecklichen Pandemie gehört, dass wir alle in Europa nicht so darauf vorbereitet gewesen sind, auch um gemeinsam von Anfang an zu reagieren. Aber Europa ist mit jedem Tag an der Krise gewachsen. Wir haben inzwischen in fast allen Bereichen europäische und auch solidarische Antworten gefunden. Wir kooperieren bei der Beschaffung medizinischer Güter und etwa bei der Forschung an Impfstoffen.